Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück bei God of War. Und wir haben uns vorgenommen, jetzt nochmal einen Troll zu plätten. Und je nachdem, wie weit wir dann kommen oder wie lange das dauert, denke ich, werden wir nochmal Gen Hauptquest ziehen. Das hier müsste der Troll sein. Und wie gesagt, ich habe nach wie vor Sorge, dass dann die Story schneller zu Ende ist, als uns oder mir zumindest lieb ist. Dieses Game, es darf einfach nicht enden. Es muss noch mehr Story und es muss noch weitergehen. Ja. Aber die Frage ist auch, und das würde mich an eurer Stelle auch interessieren, oder eure Meinung zumindest, wenn wir mit der Story durch sind, wollt ihr noch wissen oder wollen wir noch weitermachen und also 100% anzustreben? Naja, nein, aber so in diese Richtung, wenigstens den Versuch und noch alle Valkyren mitnehmen und sowas halt. Der müsste doch... Da ist er. Wie ist denn das jetzt mit dir? Macht dir das Aua? Oh Gott. Macht dir das... Ja, toll. Ja, das macht ihn ein bisschen Aua. Na komm her. Nicht, dass ich mich jetzt hier übernommen habe, das wäre ja peinlich. Okay. Ah, diese scheiß Dinger, ey. Na, komm mal ran hier auf den Meter. Mach mal die Dinger hier kaputt. Hat er mich echt doch getroffen, der Drecksack. Okay, komm. Oder wäre es sinnvoller mit den... Okay, und weg. Schießt einfach mal ein Troll rum, ey. Okay. Aber den kriegt man relativ easy weg, muss ich sagen. Und zack, das sollte es gewesen sein, oder? Und, komm her. Und zack. Ach, nice. Immer wieder sehr eindrucksvoll. Ja, lief gut. Bisschen auf die Mütze gekriegt, aber naja, meine Güte. Was? Nemeischer Schmetterer. Leichter Runenangriff, ein gewaltiger Schockwellenangriff, der alle Gegner zurückschleudert. Das klingt gut. Ja. Definitiv nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Was haben wir denn hier noch Schönes? Okay. Weicher Stahl. Na super. Den können wir ja noch richtig gut gebrauchen. Na, so ein Müll. Okay, dann würde ich sagen... Achso, ich kann sagen, was ist denn jetzt hier? Was hat denn hier gerade geploppt? Aber klar, das waren unsere Runen, die wieder am Start sind. Ich glaube, wir sind hier soweit durch. Das heißt, wir können nochmal... Ich weiß, wir haben sehr, sehr viel Zeit in diesen Dingern hier verbracht in den letzten Folgen. Aber... Glaubt mir, es ist schneller so, als mit dem Schiff hier durch die Gegend zu paddeln. Das heißt, wir gehen jetzt Richtung Zwerge. Da nehme ich hin. Und dann können wir mal schauen, was die Hauptquest für uns bereithält. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Es war irgendwas von wegen Weltenschlange. Aber was das jetzt heißt... Was wollten wir denn suchen? Sein zweites Auge, ne? Oder? Ich weiß das alles gar nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Zu viel Kram nebenbei gemacht. Wie gesagt, ich habe bestimmt... Naja, wie viel genau, weiß ich nicht. Aber es waren mehrere Stunden, die ich in Niflheim verbracht habe. Für diese Rüstung. Los. Habt ihr uns was zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Okay, wir haben den Auferstehungsstein. Ich glaube, wir sind soweit gerüstet. Noch einmal zum Horn. Ach, zum Horn, okay. Ja, es wäre schön. Wisst ihr was? Ich speichere nochmal. Ich
mache mir nochmal einen separaten Speicherstand. Ja, komm. Ja, es wäre schön, wenn die Rüstung wirklich komplett wäre. Aber da muss ich nochmal gucken, wo wir diese großen Wappen herkriegen. Ich glaube nämlich nicht, dass das so einfach zu bewerkstelligen geht. Aber ich vermute, das muss irgendwie in Muspelheim passieren. Und weil es sind ja Feuerwappen. Und wenn es in Muspelheim passiert, dann würde es bedeuten, man muss die Prüfung nochmal machen. Wäre jetzt so meine Vermutung. Bereit. Okay, also wir legen los und wir machen weiter. Hauptstory. Ist die Statue etwa verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Juhu. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Ach du Scheiße. Okay. In den Mund der Schlange fahren. Ach du Scheiße. Ehrlich? Okay. Okay. Nee. Ach du großer Gott. Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Aber von wollen kann hier überhaupt keine Rede sein. Mir wäre auch nur ein wenig mulmig zumute. Wir sind das alles schon 5-mal abgegangen, ne? Es macht jetzt keinen Sinn, hier nochmal rumzurennen und zu gucken. Uiuiuiui. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nein. Nein. Definitiv nein. Da hinten ist doch ein Fass. Brauchen wir sicherlich nicht mehr, aber naja. Oh, und Gold. Ich sehe etwas im Wasser. Na, nimm mit. Ja, und ich glaube, es gibt... Ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort hätte man rechnen können. Ach du Scheiße. Seht ihr das, die zweite Reihe? Oh nein. Okay, es hilft alles nichts. Wir paddeln dann da jetzt rein. Guck mal, wie groß dieser scheiß Zahn ist. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Okay, und wann macht's Rums und sie macht zu? Ja, super. Oh, Scheiße. Juhu. Okay, ich... Bauch der Bestie. Mimirs Auge finden. Oh, großer Gott. Lustig, von sowas habe ich oft geträumt. Du hast ja komische Träume. Ich weiß, es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Ja.
du großer Gott. Ob man hier auch irgendwie links und rechts anlegen kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Naja, ich kann zumindest nach links und rechts schippern. Nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidebier. Eigentlich sogar recht angenehm. Du bist echt schräg. Allerdings. Schwimmt hier auch Gold rum? Was ist denn da im Wasser? Ah, irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Ach du großer Gott. Da ist auch nochmal Gold wahrscheinlich. Kann man hier im Kreis fahren? Ob es hier auch solche Yggdrasil-Tropfen gibt? Und wie kann man hier anlegen? Also die Truhe ist ja ganz... Da, der Hammer. Da, der Hammer? Wie kann man da anlegen? Boah, ist das übel. Da oben leuchtet's. Ich muss nochmal kurz umdrehen. Ich will die Truhe haben. Und vielleicht gibt es ja hier irgendwie einen separaten... Ja, Anlegepunkt. In einem Schiffswrack. Ich glaube, da wären wir eiskalt dran vorbeigefahren jetzt. Oh, entschuldigt. Gibt es hier rechts und links noch was? Nee. Oh, seht ihr, wie sich das bewegt? Nicht so schön. Okay, dann geht's weiter. Das heißt also, schön Ausschau halten nach Stränden. Also, ne, Strände. Ups. Nein, nein, nein. Was machst du denn? Ihr wisst schon, was ich meine mit Stränden. Hier kann man anlegen. Okay. Spawnen hier auch Gegner. Da oben ist eine fette Truhe. Vater, da drüben! Was denn da drüben, Junge? Ich sehe dich überhaupt da. Okay, ich sehe dich überhaupt nicht. Ah! Alles klar. Vielen Dank für den Hinweis. Das Ding hätte ich wahrscheinlich übersehen. Okay. Was ist das? Hier können wir hoch. Okay. Atreus macht uns ja in der Regel immer auf den Hauptweg aufmerksam. Wäre das bloß näher. Okay. Okay. Etwas das. Da drüben ist eine Truhe. Sieht aus wie eine Chiffre. Kann ich von hier aus? Nee, werfen kann ich jetzt nicht. Okay. Das heißt, wir müssen wohl erstmal runter. Und müssen wohl erstmal dieses Ding drehen. Und kann man das dann einfrieren? Ja, da unten ist ein Rad, aber ich glaube, das lässt sich nicht einfrieren. Ich sehe etwas. Ja, doch. Doch, es lässt sich bestimmt einfrieren. Okay. Okay, dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Oh, ich sollte nach oben gucken. Und hops. Und jetzt können wir bestimmt hier rüber hopsen, genau. Aber ehrlich gesagt würde ich gerne da hoch. Kommt man da später hin? Mimir, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Jetzt kommen wir hier hoch oder was? Okay. Gut, das war jetzt kein sonderlich schweres Rätsel. Aber gut, muss ja nicht immer alles schwer sein. Eine fette Truhe. Und da drüben noch eine.
Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Okay. Zu Tiers Welten kann man zurückkehren. Das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Eigentlich wäre es eine Chiffre. Aber ich glaube, da haben wir einfach schon alles, oder? Symbol des Eifers, okay. So, das heißt, wir müssen jetzt zurück, oder was? Das war es schon im Bauch der Schlange? Okay, hier können wir uns jetzt runter abseilen. Ich will nichts übersehen, ne? Wisst ihr. Ich will nichts übersehen, aber ich glaube, hier ist auch nicht mehr. Okay, na dann. Hops. War tatsächlich ein kurzer Ausflug. Aber ich denke, mehr wird es dann hier auch nicht geben, oder? Weil was halt auch ist, ich wette, man kommt hier nie wieder hin. Das ist die erste und letzte Chance. Wie ist das mit mir? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Schicksal ist eine weitere Götter, Liebe. Ja, natürlich. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, weißt du. Okay. Wir schippern Richtung Maul in der Hoffnung, dass sie uns rauslässt. Oh. Okay, ein kurzer Abstecher in den Bauch der Schlange. Meine Fresse, ey. Wir signalisieren den Festhalten. Was ist da los? Okay, weiter. Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmunganders Magen? Nein. Etwas stimmt nicht. Okay. Was geschieht mit ihr? Gar nicht gut. Wird sie angegriffen? Puh, es ist vorbei. Nein, natürlich noch nicht, sie oder? Geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Oh. Na, kommt nochmal eine Erschütterung? Versuche das Gleichgewicht zu halten. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich.